Heute im Video das variable V-Weight von Bertek. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute möchte ich euch im Video das variable V-Weight von Bertek zeigen, was es kann, was die Besonderheiten an dieser Bleiform sind. Jetzt aber zum variablen V-Weight von Bertek. Ihr seht es hier schon, das ist hier das variable V-Weight in den Einzelteilen hier ein bisschen zerlegt, aber auch hier schon einmal komplett mit 4 Kilo montiert. Das hier ist jetzt die Variante für die Doppel 12. Das sieht man daran, dass die Schiene relativ lang ist und damit für die Doppel 12, für die lange Flasche geeignet ist. Aber auch an den Bleistücken. Die Bleistücke sind hier relativ schmal geschnitten, sodass sie dann auch zwischen die Flasche passen, zwischen die Flasche gesteckt werden können und im Prinzip dann hier oben mit diesen dicken Teilen, mit diesen Ausrundungen, mit diesen Bauchungen auf der Flasche aufliegen und somit nicht durchfallen können, nicht durchrutschen. Und man hat halt dann hier die komplette Flaschenlänge irgendwo ausgenutzt, um das Kilo Stück Blei unterzukriegen. Also jedes Stück hier hat ein Kilo und davon passen insgesamt 8 Stück hier drauf. Ich zeige euch das, wir legen das mal hier hin und dann seht ihr, so sind 8 Kilo montiert und damit ist das Bertek Blei für die Doppel 12 hier auch dann voll gefüllt. Und bei der Doppel 10 verwenden wir eine kürzere Schiene, also da seht ihr hier, die ist deutlich kürzer wie die für die Doppel 12, weil ja auch die Flasche, die Doppel 10, kürzer ist als die 12er und sonst würde das Blei, wenn man hier das 12er verwendet, unten überstehen. Also natürlich passt das auch rein, aber es steht dann unten deutlich über, man kann die Flasche nicht mehr richtig abstellen und natürlich ist es deshalb dann schon besser, hier die Variante dann auch für die 10er zu nehmen. Allerdings, die Bleistücke sind die gleichen. Das heißt, wenn ihr eine Doppel 10 oder eine Doppel 12 habt, dann braucht ihr einfach hier noch die zweite Schiene, die kurze oder die lange, je nachdem, was ihr als Basis habt. Und dann könnt ihr hier problemlos das auch umbauen und einmal mit der und einmal mit der Flasche tauchen. Die Löcher hier, die Schraubenlöcher, sind relativ groß, damit es auch nicht so genau drauf ankommt. Also es ist eben kein Langloch, wie es bei manchen Backplates jetzt ist, sodass der Bolzenabstand nicht so genau stimmen muss. Und das wird hier erreicht durch diese relativ großen Schienen. Das Blei ist von der Bauform nicht so, dass es komplett reinrutscht, sodass ihr mit diesen Löchern im Prinzip die Mutter der Flaschenschelle erreichen würdet, weil dann wäre es nämlich notwendig, dass wir dieses große Loch haben, dass es hier noch drüber rutschen kann. Das ist dann bei der Doppel 8-5 der Fall, da können wir dann separat nochmal drauf eingehen. Das ist auch der Grund, warum das hier relativ große Löcher sind, aber damit habt ihr auch etwas Spiel, wenn eure Schellen nicht ganz exakt auf den Abstand, auf den klassischen Abstand der Schellen eingestellt sind. Also etwas Spiel. Jetzt aber nochmal zu den Möglichkeiten des Zusammenbaus und zu den Vorteilen so eines V-Weights. Das V-Weight kann man im Prinzip jetzt auf die komplette Flaschenlänge, also die komplette Flaschenlänge wird hier mit Blei gefüllt, wenn man 8 Kilo braucht. Dann nehme ich mir natürlich irgendwelche Möglichkeiten, dann habe ich einfach 8 Kilo, die gut verstaut sind, die sicher verstaut sind, aber ansonsten habe ich keine großen Möglichkeiten mehr. Bei der kleineren Flasche, bei der kürzeren ist das gleiche der Fall. Wenn ich 6 Kilo brauche, da bringe ich hier auf die Schiene eben 6 Kilo drauf. Wenn ich aber mit weniger Blei auskomme und viele tun das, dass sie die Doppel 12 mit 4 Kilo oder 5, 6 Kilo tauchen können, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich mit den Bleistücken auch am Trim arbeite. Ja? Also ich kann ja diese Bleistücke völlig individuell montieren, wie ich das möchte und damit kann ich ein wenig mit dem Trim arbeiten. Ich kann zum Beispiel meine kompletten, wenn ich mit 4 Kilo auskomme, die kompletten 4 Kilo nach unten legen oder nach oben legen. Und damit verschiebe ich schon deutlich meinen Schwerpunkt und kann somit an meinem Trim arbeiten. Manchmal ist es ja gar nicht so viel und dann ist es schon praktisch, wenn man 2 Kilo vielleicht ganz nach unten setzt oder man macht das hier so, man macht das hier. Also ihr könnt hier spielen und könnt somit ein bisschen an eurem Trim arbeiten durch die Position des Bleis.
Und hier seht ihr noch, an diesen Schienen sind mehr Löcher dran, als notwendig wären. Also wenn wir jetzt hier einfach zwei so nebeneinander legen, versuche ich das mal so zu zeigen, zwei nebeneinander legen, dann brauchen wir diese Löcher, das mittlere bleibt über. Also könnt ihr hier auch individuell nochmal ein wenig verschieben. Ihr müsst nicht immer genau die Position, sondern ihr könnt auch nochmal die Position dazwischen verwenden. Und insofern entstehen sehr viele Möglichkeiten, wie ihr euer Blei einsetzt und draufsetzt, wenn natürlich nicht das komplette Ding schon befüllt ist. Insofern ist es ideal, wenn ihr das 12er Blei mit 6 Kilo, ist auch so der Standard, was wirklich viele brauchen, 5, 6 Kilo verkaufen wir eigentlich am besten von dieser Variante. Und das ist dann wirklich hervorragend geeignet, damit ihr noch spielen könnt. Ihr habt auch noch ein bisschen Spielraum, dann ein bisschen Luft. Wenn es zum Beispiel mal ins Salzwasser geht, nehmt euch ein Kilo mehr mit, dann könnt ihr das hier auch noch mit draufschreiben und dann reicht es auch wieder fürs Salzwasser. Also man sieht, man hat mit diesem variablen V-Weight gegenüber des klassischen V-Weights, was ja einfach nur ein Glotz war, was es als 4,5 Kilo und dann schon gleich als 8 Kilo in der Vergangenheit gab, da hat man auch nicht viel Spielraum. Da musste man das Kleine oder das Große nehmen. Es war schwierig zu bearbeiten. Also manche haben dann gesagt, ich kaufe mir das 8 Kilo und schneide halt 2 Kilo runter. Aber Blei zu bearbeiten, Blei zu sägen, ist auch gar nicht so einfach, dass man das dann so richtig hinbekommt. Und da ist das mit dem Beartec wirklich hervorragend. Ihr könnt hier kiloweise einstellen, wie ihr euer Blei braucht und auch an welcher Position es sitzen soll. Jetzt fehlt mir noch eins zur Verarbeitung. Wie ist das hier gemacht? Also diese V-Weight, diese einzelnen Bleistücke, die sind hier mit einer Schraube versehen und da könnt ihr das, wie jetzt schon mehrfach gesagt, hier anschrauben. Aber wie sieht denn das hier drinnen aus? Ich mache hierzu mal eine Schraube raus und wenn wir die hier rausdrehen, dann sieht man schon, dass wir hier innen drin nochmal eine richtige Mutter haben. Also hier wird nicht irgendwie eine einfache Schraube, ein Spax in das Blei reingedreht, dass das Ganze dann halten soll, wie es manchmal so zu sehen ist in irgendwelchen Nachbauten. Hier ist wirklich eine Mutter, nochmal eine vollständige Mutter für diese Schraube eingebaut und die ist dann entsprechend verspreizt oder wie das genau technisch gelöst ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist sie sehr, sehr stabil hier eingebaut, sodass ihr diese Schraube auch wirklich anziehen könnt, ohne Angst zu haben, dass ihr die Mutter, die da drin ist, aus dem Blei herausreißt. Das Ganze wird in Handarbeit gefertigt, das ist wirklich ein hochwertiges Produkt. Jedes einzelne Stück wird hier von Hand gegossen und somit individuell angepasst. Natürlich kommt es dann mal vor, wie man hier sieht, dass das Blei mal eine kleine Blase oder hier so eine kleine, ja, ein Blase ist das falsche Wort, also eine kleine Einbuchtung hat, aber das ist eben der Handarbeit geschuldet und dafür bekommt ihr hier wirklich Top-Qualität, die dann gerade was diese Schraube hier auch angeht, wirklich hervorragend ist. Das Ganze wird dann nochmal pulverbeschichtet. Das ist hier so eine schwarze Beschichtung, die auch sehr schön ist. Damit kommt ihr nicht in Kontakt, in direkten Kontakt mit dem Blei. Das ist ja heutzutage auch immer sehr wichtig und es ist deutlich schöner, wie wenn hier einfach so eine Gummihülle oder so eine Gummischicht drüber ist. Das ist hier wirklich toll mit dieser Pulverbeschichtung. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, ich bin total begeistert. Dieses Blei, es gibt es jetzt schon eine ganze Weile, aber es ist wirklich toll und es war damals ein Riesenfortschritt und ist es immer noch, wenn man dieses variable V-Weight taucht. Vielleicht verwendet ihr das auch schon. Schreibt uns gerne was dazu in die Kommentare. Wie kommt ihr mit dazu recht? Wie nutzt ihr es? Wie verwendet ihr es? Würde mich natürlich immer freuen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal. Schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal. Bei Dive Support.